Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Scary Hard Man. Hallo. Ja. Er wollte heute mal kurz dabei sein. Boah, ich hätte echt gedacht, von dir kommt so ein blöder Spruch. Ah, nee. Verkaufe ich mir. Noch nicht, ne? Wir haben ja Kabel. Wir haben ja. Oh, hier haben wir kein Kabel. Nur ein bisschen. Dann haben wir. Wieso ist da Kabel drin? Ja, mach dich mal vertraut. Ich hole mir mal gerade die Sachen raus, die Barren. Wir waren nämlich in der letzten Folge, war ich hier mit dem Kumpel ein bisschen minern. Kennst du eigentlich schon das Phänomen von unserem Server? Nein. Jedes Mal, wenn wir farmen gehen. Okay, hier ist eine Höhle. Oh, hier ist ein Minenschacht. Oh, hier sind drei Spawner. Oh, wir sind wieder 3 Kilometer von unserer Base entfernt. So ungefähr. Ich find's immer noch interessant, wenn du da 2 Gegenstände in deiner Hand hast. Mann, das ist so ungewohnt. Okay. Soll ich mir erstmal alles zeigen? Ah ja. Für mich schon. Also, wie du schon gemerkt hast, hier ist unser Lager. Darf ich mal zuschlagen? Ich weiß nicht, versuch mal. Ah ja, 3 Schaden. Hm. Ah ja, wenn du Tab drückst, siehst du auch die ganzen Herzen. Ja, das habe ich ja eben schon aufgefahren. Ja. Hier ist unser wundervoller Verzauberungsraum mit einem Emerald Block. Ah ja, Gems. So, dann komm einmal mit rund. Oh ja, stimmt ja, das sind ja Gems. Hier unsere wundervolle Eingangszeile, die nach Bullshit aussieht. Ach, hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, wir sind noch nicht fertig hier, ne? Okay. Also okay. Komm bitte zurück, kleiner hohen Kobold. Okay. Und zwar entsteht hier wollen wir einen kleinen Hotelbereich entstehen lassen mit einem kleinen Park hier mit jeweils zwei Häusern für uns und 2 Häuser für Gäste. Du hast den Erdbock geklaut. Sommer? Ja. Sommer. Du Sohn! Oh Gott, komm mal her. Ja. Warum liegt der Dreck rum? Oh Gott. Oh Gott. Ich muss es vielleicht mal deutlicher machen. Schau mich an. Und warum hast du eine Maske an? Ja, ich weiß nicht. Weinen wir doch mal ein bisschen. Oh Gott. Alles klar, wir sind seit 2,5 Minuten in der Aufnahme und schon sind wir komplett Gaga-Mode. Da bin ich immer drin. Ja, okay. Ja, hier ist auf jeden Fall noch eine dicke Baustelle. Also, das dauert hier noch, bis wir fertig werden. So, dann kommen wir jetzt mal zu den etwas beeindruckenderen Sachen. Einmal hier drin siehst du unser letztes Pferd und unsere einzige Kuh. Ey, die wollen wir zum Paaren zwingen. Die beiden? Zusammen? Ja, ja. Wir wissen zwar nicht, wie es klappen soll, aber... Passt schon. Ja. Hast du dich gerade in deine einzige Kuh gesagt? Was sehe ich da hinten? Das sind keine Kühe, das sind Kälber. Okay. Ich war nie so gut in Biologie. Okay, akzeptiere ich. Ja, unser Viehhof. Ey, du machst es falsch. Warte, ich glaube, ich mache das mal leiser. Minecraft? Ja, er musste sich eben mal kurz mal Minecraft 9 installieren, weil wir sind auf die 1.10 geupdatet, die kam diese Woche raus. Ja. Das ist alles so neu. Ja, hier bauen wir unsere Beacons auf. Da wollte ich eigentlich nochmal gerade hier ein bisschen nachfüllen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, von jeder Sorte mal einen Beacon, also einen Leuchtfeuer zu machen. Auch aus Diamond? Ja, auch aus Emerald Blöcken. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ja, da werden wir irgendwann mal eine Speed-Folge machen. So, das hier ist eine automatische, oder sagt halbautomatische Angelfarm. Du stellst dich da einfach in den Trichter rein, so wie du gerade, sodass du absinkst. Schaust nach oben und spammst dann die ganze Zeit mit einer Angel, rechtsklick die ganze Zeit nach oben. Da legst du am besten irgendwie die rechte Maustaste, also die, dass du hier Blöcke platzierst und so weiter, auf die Leertaste, legst irgendwas auf die Leertaste und verpisst dich für eine Zeit lang. Hm. Woher zu hin? Warte. Ach, du wolltest dir das... Aua. Ja. Magie. Hex, hi! I caught a Hex. Verbrennt es! Ja. Dann einmal hier weiter. Hier ist Hexer. Hier ist unser. Hier ist unser wundervoller Farm Tower. Wenn du einmal mit hier runterkommst.
Hier kommen nur noch die letzten Schalter dran. Ja. Und zwar, wenn du jetzt hier einmal auf den Knopf drückst, ne? Dann, da passiert die Magic. Kriegen wir Weed? Es sollte zumindest Magic passieren. Ah ne, warte. Hier müssen wir drauf. Ein kurzer Leck. Oh. Samenerguss. Ja. Oh, hier, warte, jetzt gibt's was zu naschen. Ja, und nochmal draufdrücken, dann schaltet sich das alles aus. Ich weiß, irgendwie habe ich noch nicht richtig gepeilt. Man kann doch irgendwie alles abfarmen lassen, aber das ist anscheinend noch nicht fertig. Brauchst du ein paar Samen? Oh, gib mir. Ich sab nicht mal voll. Oh, ja. Diese Q-Taste wird vergewaltigt. Ja. Oh, ich sehe dich von unten. Aber na. Ja, hier siehst du unser wundervolles Creeperloch. Ich glaube, das ist ein bisschen ungewollt hier hingekommen. Ach, Quatsch. Wow, wir brauchen nur noch 2, 4, 6, 8, 11. Wir brauchen nur noch 20 Eisenblöcke. Dann haben wir's. Wir fast nichts. Mhm. Ja, Gold und Dias und so weiter dauert noch ein bisschen länger. Hier runter, wenn du hier runter gehst, haben wir hier unsere Mob-Farm. Da sind wir noch momentan was am Ausbauen, weil wir müssen dafür, dass sie komplett funktional ist. Wir sind hier nämlich so ein bisschen am Sortieren, die Mobs. Und zwar haben wir erstmal einen Spawner für Zombies. Und wir haben einen Giftspinnen-Spawner. Giftspinnen? Ganz ja. Exotisch. Mhm, und die sind wir gerade so am Züchten, Kappa. Nee, die wollen wir jetzt erstmal so aufbauen, dass die wirklich sortiert werden, dass du entweder Zombies abschlachten kannst oder Giftspinnen. Warte mal, wir sind gerade schon so tief gegangen, dass hier am Bedrock sind. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Auf jeden Fall, hier haben wir erstmal alles so mit Wasser geflutet, damit hier nichts spawnen kann. Auf Bedrock an sich kann ja nichts spawnen. Und dann haben wir einmal hier drüben drin. Oh, da ist noch Lapis. Nee, schlag mal mit. Hier in dem Obsidian gefangen ist ein Giftspinnen-Spawner. Wo bist du? Also ich weiß, wo ich bin. Wo bist du? Ich bin. Hier, Tim, hallo. Warte. Ich mach das. Ich finde den Eingang. Okay. So. Ich glaube nicht. Oh! Hey! Hey! Auf jeden Fall, hier ist ein Giftspinnen-Spawner. Ah, so. Warum in der Obsidian? Damit er nichts spawnen kann und auch wirklich nichts kaputt geht. Weil wir sind hier momentan Bedrock am kaputt machen. Das kann man momentan mit einem Bug kaputt machen, bloß das ist schon verdammt aufwendig. Wie geht das? Habe ich in einer der letzten Folgen, haben wir das mal gezeigt. Das kann ich nachher mal zeigen. Okay. So. Und wenn das alles dann fertig ist, kommen die Giftspinnen hier oben raus, dass du die dann hier abschlachten kannst. Weil die können dann nicht nach unten fallen. Hier kommen dann momentan die Zombies an. Sollte eigentlich jeden Moment. Und alles, was danach hier ankommt. Wow, wir haben eine Eisenschaufel. Erstmal meine Schaufel ein bisschen reparieren. Kommt hier jetzt mal was an. Ah, da ist einer. Du kennst das neue Kampfsystem noch gar nicht, ne? Was war's? Das neue Kampfsystem. Mehr schlecht als recht. Das Dauerspam gibt's nicht mehr. Also wenn jetzt mal kurz... Ich zeig dir mal ganz kurz. Pass mal auf. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so mache, irgendwann macht ihr keinen Schaden mehr, ne? Das funktioniert nicht mehr. Du musst halt wirklich, wenn du angreifst, siehst du ja immer, wie das Schwert rauf und runter geht. Wenn das wieder oben ist, kannst du wieder angreifen. Also, jetzt mach ich kurz mal im Eimer. So. Greif mich einfach. Oder greifst du mich mal an. Okay. Etwas super Effekt. Ich hab eine tolle gemacht. Oh, das war schon fast gut. Das ist ja irgendwie schon ziemlich schwul. Ein bisschen. War wenigstens mehr Schaden, wenn man es auflädt. Ja, du machst dann den vollen Damage. Und okay. Du hast halt, wenn mehrere Mobs da sind, machst du einen AOE-Angriff.
Oh, mach ich wenigstens Tons of Damage? Du kannst dann richtig Tons of Damage machen. Bevor du Tons of Damage. Tons of Damage? Ich glaube, ich werde mir später mal ein paar Schafe anbauen, Tons of Damage. Ey, das finde ich jetzt cool. Drück mal halt mit Steuerung gedrückt und renn nach oben. Du kannst jetzt wirklich nach oben flitzen. Über Treppen. Das finde ich richtig genial. Nee, warte. Damals konnte man doch gar nicht über Treppen sprinten, ne? Nee. Oh mein Gott, wie schnell! Oh mein Gott! Panik, ist das you? Okay. Dann noch einmal in die Richtung. Jetzt gleich siehst du die beste Treppe aller Zeiten. Ich bin so langsam, nachdem ich die Treppe jetzt hochgesprintet bin. Ja, das ist jetzt also standardmäßig. So. Aimbots! Wandelnde Aimbots! Aimbots! Ey. Geh weg, du! Mann, na, komm her! Alter. Also irgendwie ist hier dieses automatische Hüpfen schon teilweise was störend. Ja. So, hier drüben mal rein. Komm, also wenn ich das richtig gelesen habe, kann man das vielleicht sogar deaktivieren. Das fände ich voll super. Würde ich hoffen. Und dann haben wir hier eine Wendeltreppe. Ah ja, gib mir die Wendeltreppe. Ja, die habe ich nicht gebaut. Ah ja, gib mir die Wendeltreppe. Die ist geil, ne? Das ist eine Höhle. Ja. Wenn du weiter hier runter ankommst. Bist du in die Höhle gegangen? Ey, Mann, dieses automatische Springen. Ja. Es fuckt mich so dermaßen ab. So. Und dann hier weiter runter. Ach ja, so mal ein bisschen Lebensmühle hier. Ein bisschen rumtouren. Flupp. Hier haben wir dann das Slime Farm. Ganz einfach runter. Hier ist Wasser. Oh. Ja. Ich sehe es. Ich hab's auch jetzt mal wieder vergessen, wo die ist. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier die Teil reinschauen. Irgendwo war einer, wo alles angekommen ist. Ich weiß aber gerade nicht welcher. Ah. Ja, sehr effektiv, wie du merkst. Ja. Prinzip dahinter, hier oben sind mehrere, also hier ist ein Slime-Chunk und hier sind mehrere Plattformen, wo die Slimes drauf spawnen. Aha. Oh, hier ist ein Slimeball, hier. Oh, hier. Oh. Da gönnt man sich mal, ne? Golems hier. Ganz einfach. Die Slimes fallen hier runter ins Wasser, kommen hier an. Und die Slimes sind ja passive Mobs. Greifen nicht an. Werden aber als Monster angesehen, sodass sie von den Golems angegriffen werden. Achso, die habt ihr gebaut, gut. Ja. Ich dachte, ich hab für einen Moment gedacht, das wäre eine Golem-Farm. Nee, die wird noch gebaut. Das war an sich dann hier schon eigentlich so alles, was wir hier gebaut haben bisher. Ich möchte die Steuerungstaste drücken können, um schneller lang zu sprinten. Wir müssen Wasser immer noch so schön langsam. Ja, es gibt ja jetzt eine Verzauberung dafür, dass man im Wasser schneller ist. Die brauche ich. Haben wir noch irgendwas hier, was man mitnehmen kann? Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr so wirklich dabei. Ja, da ist so Kobbel drin. Schon sehr einseitig, was in diesem Truhen hier ist. Ja, das ist in diesem Truhen ist hier dieser ganze Bereich drin. Wie lange habt ihr daran gesessen? Also, wir sind gerade in Folge 45. Eine Folge ist so 20 Minuten. Hier dran haben wir noch so ein bisschen offscreen gesessen. Oh, willst du mal den geilsten Nether aller Zeiten sehen? Ja, warte. Will nicht runterfallen. Hat doch gerade eben ein bisschen geleckt. Ich weiß nicht, ob es am Teamspeak liegt oder sonst wo. Okay. Also ich habe dich nicht lecken können, gehört. Hab bei dir nicht jedes Wort verstanden. Alter. Dieses Hüpfen ist ja echt Bullshit. Ich wusste es. Hehehe. Oh. Mmh.
Ihr kostenloses Windows 10 Upgrade steht bereit. Zeigt ihr gerade an? Ja. Also, kannst du ja updaten. Aber upgraden, kann man mal machen. Ich kann mir auch gleich ein MacBook holen. Oh Gott, gerade lag's wieder. Okay. Warte, warte. Close enough. Ja, ich muss noch was höher machen. So, jetzt aber. Scheiße! Ich will nämlich einen Erfolg haben. Ich will einen Erfolg für die 50 Meter haben. Look at the big range. Nein! Oh mein Gott. Ah, es war schon ein bisschen unlucky. Ich weiß aber nicht, ob das 50 Meter waren. Ah. Wo ist ja? Das Portal? Was ist? Wo ist das Portal? Direkt geradeaus. Hinter dem Akazienbaum hier. Ah, okay. Ah. Ich rate dir auf jeden Fall jetzt mal hier, wenn wir angekommen sind, Schiff zurückzuhalten. Okay. LOL. Alles klar. Spawnpunkt. Hä? Nee, nicht mal Spawnpunkt. Wieso? Was ist alles klar? Ich wurde in die, ins Port, weil ich hochspringen wollte, bin ich ins Portal gebackt. Easy. Ey, Dame. Ja? Wollen wir? Nein, sehe ich den Lebens wieder aus. Mistakes were made. Boah, ich weiß nicht, wenn die anderen das nicht gesehen haben, dann glaube ich keine Aggro. Müssen wir testen. Da hinten steht einer. Vorsicht, da kann es runterfallen. Alarm! Da ist ein bisschen sehr tief. Vor allem das Lava. Oh nein. Ich höre einen Gast. Oh Gott. Ja, die sind aber nicht aggro. Ne? Ne, ich kann den rumschubsen ohne Ding. Alter. Der ist doch direkt um die Ecke. Okay, guck mal. Aber keine Sorge, wenn er anfängt zu brennen. Ich hab, ich hab ein Wassereimer bei. Super, weil das Ding ja bestimmt so nutzvoll ist. Ja, klar. Eigentlich müsst du doch, wenn du hier anfängst, weil du ja, sag mal schnell, du hast ja jetzt hier so eine Hitze, dass der Wasser sofort verdunstet. Ja. Das fände ich jetzt cool, wenn hier dann Fleisch instant gebraten ist. Es wäre ja nur logisch, wenn es hier so heiß ist, ne? Ach, so warm finde ich es hier nicht. Nee, nee. Ja, und direkt da vorne haben wir eine Netherfestung. Oh, da drin schon rumgelootet. Ja, können da gerne mal kurz hingehen. Wir müssen eh irgendwann nochmal ein paar Wither-Skelette farmen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt vielleicht schon einen Kopf. Kriegen wir schon einen Kopf. Ja, gönnen wir uns einen Kopf. Ja. Köpfchen am Morgen verträgt Kummer und Sorgen, ne? Mach dir keinen Kopf, außer du willst ihn rauchen. Oh Gott. Start von Jeremy.